von Cookie Doo, und zwar Butterplätzchen aus der Gebäckpresse. Und dazu brauchen wir 150 Gramm Zucker, 150 Gramm weiche Butter in Stücken, einen Esslöffel hausgemachten Vanillezucker, eine Prise Salz, 20 Gramm Milch, 2 Eier, 400 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. So, als erstes sollen wir den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das habe ich schon gemacht. Jetzt drücken wir auf Weiter und geben 150 Gramm Zucker in unseren Mixtopf. Und das wird jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 10 pulverisiert. Jetzt kommt die weiche Butter in Stücken rein. Ein Esslöffel von unserem hausgemachten Vanillezucker. Eine Prise Salz, 20 Gramm Milch. Das wird jetzt für 15 Sekunden auf Stufe 4 gemixt. So, jetzt kommt das Mehl dazu, 400 Gramm. Und einen Teelöffel Backpulver. Jetzt tun wir den Messbecher raus und tun den Spatel rein. Und das wird jetzt für 40 Sekunden auf Stufe 4 nochmal durchgemixt. So sieht der Teig jetzt aus und den füllen wir jetzt in eine Gebäckpresse. So, ich habe mir mein Backblech und meine Gebäckpresse schon mal vorbereitet. Und ihr dürft das nicht mit Backpapier auslegen, weil sonst bleibt das, der Teig nicht kleben. So, und jetzt versuchen wir mal Plätzchen draus zu machen. So, und die schieben wir jetzt direkt in den Ofen.